Zum Glück voll. Oh. Zum Glück speichert er immer relativ gut. Die Map, keine Ahnung wieso, aber er macht ja auch, er speichert ja auch bevor man abdreht. Aber dann sagt er, try to free enough memory, bla bla bla, hin und her. Was ich mache. Steuern entfernen. Moment, Jungs und Mädels und Zuschauer. Task Manager, Java, Priorität höher als normal. Gut. Zack, wieder da. Jetzt haben wir mal dem Ding da höhere Priorität gegeben. Vielleicht hilft es was, wenn nicht, nicht. Wenn einer von euch eine Lösung weiß für das Problem, bitte posten, bitte schreiben, bitte Nachricht oder sonst was schreiben, ganz egal was, Hauptsache ich krieg's mit. So. Müll mal wieder abgebaut, das was wir da versetzt haben. So, und dann bauen wir da wieder höher. So. Gut. Funktioniert ganz gut, bis wir aus sind mit Zeug. Dunkel, oh mein Gott. Vielleicht sollte ich die Brightness eine Spur heller stellen. Ich weiß nicht, wie es auf YouTube ausschaut. Ich glaube, ich stelle es mal eine Spur heller dann. Bald. So, wie hoch ist das Ganze jetzt? 1, 2, 3. Ich stelle mal eine Spur heller, wie gesagt, statt auf Moody, es ist es auf plus 25%. Ich will es nicht zu hell haben, sonst wird es einfach ein bisschen langweilig. Man soll sich auch ein bisschen gruseln von Monstern und sowas. Gut, 1, 2, 3. Einmal auf jeden Fall noch. Vielleicht, wenn man da dunkleres Holz, das war ja schon beim letzten Mal meine Idee, dass man da dann vielleicht ein bisschen was einbauen in Sachen. Ach, das ist wieder helles, helles. Ah, das schaut ganz anders aus bei dem Texture Pack. Okay. Vielleicht machen wir das mit hellem Holz sogar. Mal schauen. Ja, sehr gut. Ich werde das Haus mit fast nur aus Holz sein. Ich glaube, das Dach wird Cobblestone. Das andere fast aus Holz. Ich weiß nicht warum. Müsste man warum nicht. So, den Eingang haben wir jetzt erstmal hier vorgestellt. So. Dann brauchen wir natürlich dementsprechend Türen oder Umschalt drücken und so, dann geht es ganz ein bisschen besser. Zack, 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 zack. So, eben ja. Ach, da müssen wir sich dann entscheiden, was wir mit dem Boden machen. Schauen wir mal, was das für Holz ist, oder? Toll. Wieder Saving Chunks, Back to Title Screen. Ich spiele jetzt einfach weiter, ich ziehe es einfach durch und check das nachher. Ich will jetzt nicht mehr echt. Okay. Machen wir das vielleicht weiter? Machen wir den Boden so. Warum habe ich keine Hand? Okay, ich habe keine Hand. Auch hier drinnen nicht. Sehr gut. Nein, nein, das gefällt mir nicht, das gefällt mir gar nicht. Ehrlich gesagt, so. Das ist, wenn wir da draus eigentlich jetzt Stufen machen. Da kommen wir nochmal die Holztreppen raus. Egal. So, das gefällt mir eh nicht besonders. Dementsprechend können wir da ruhig mal ein bisschen Treppchen machen. So, 20 Treppchen. Sollten eigentlich schon okay sein, mal. So vielleicht. Ganze gehört und gehofft, dass sie nicht kommt. Aber sie hat es doch riskiert. So. Also, wenn die Tiju angreifen. Außerdem ist unsere Axt schon wieder fast im Arsch. Ich weiß, Arsch sagt man nicht auf YouTube, ist mir aber scheißegal. Und deshalb sage ich es trotzdem. So. Das
geht sich nicht ganz aus. Na klar. Hand haben wir jetzt keine Leute, ja, alle. Aber die Aufnahme wird, glaube ich, eh nicht ewig dauern. Ich werde halt schauen, dass ich das erste Haushalt jetzt fertig bekomme. Und dann sowieso. Ja, genau, vorher sich nicht ausgegangen. Warum geht der Idiot jetzt näher ran? Ganz einfach, wenn sich's nicht ausgeht und ich nicht mehr Platz verbrauchen will in der Horizontalen, mache ich hier einen Zwischenprotest. Sowas da. Zack, zack. Also die Frage, ob das hinhaut oder eher nicht. Okay. Ich fällt mir jetzt erstmal gar nicht. Bauen wir ein bisschen um. Und zwar bauen wir das Ganze jetzt, die Wand verschieben wir jetzt mal um eines. Der Raum kann eigentlich gleich bleiben, weil er soll dann auch da sein, wo er ist. So. Wir brauchen natürlich Dirt, damit das Ganze nicht so scheiße ist. So. Ach komm schon. So. Hier kommt dann noch eine Jöne drauf und so bla 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 hin und her. Ihr kennt euch dann schon aus, wenn ich es mache. So, und das versetzt man dann auch um eins weiter nach vorn. Dass das Ganze ein bisschen zusammenpasst. Dann suchen wir sich vielleicht dunkleres Holz oder so. Mal schauen, was wir dann machen. Wird dann schon irgendwie zusammen doppelt dieses Haus. So. Vielleicht um einen weiter, wieder so, bla bla, 2-2. Ich weiß ja nicht, ob das nicht zu schmal ist. Das nervt mich schon ein bisschen ohne Hand so. Aber ich ziehe gar nicht. So. Gut, dann würde ich mal sagen, vorläufig kommt die Workbench hier hin. Und den Ofen baue ich vorläufig mal daneben hin. Okay, es laggt. Ich denke, es hat sich schon wieder aufgehängt. Saving Chunks. Back to Title Screen. Single. Fertig. Es ist mir scheißegal, wenn sich so aufhängt, ehrlich gesagt. Ich bin ja von einer Sekunde wieder drin. Okay, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Probieren wir es nochmal. Jo. Ich weiß ja nicht, ob euch das gefällt, aber für mich ist das eher nicht so. Der optimale Schweineskin. Ach scheiße, wenn ich das wüsste, was da los ist. Ich will aber jetzt echt nicht aufhören, bevor ich nicht zumindest. Habe ich mal irgendwo Wüste gesehen vorher? Ich hab doch da irgendwo eine Wüste gesehen vorher. Ja, ich möchte nicht aufhören, bevor ich dann nicht zumindest irgendwas geschafft habe. Ich muss das mal googeln, aber. Weiß nicht, Minecraft, was ist gestanden? Saving Chunks, dann. Ist mich rausgeworfen und dann ist gestanden. Bla 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 bla. Scheiße, ich weiß echt nicht mehr, was da gestanden ist. Irgendwas verbiegen. Kacke. Ah ja, genau, Memory. Try to make free some memory oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Ich werde das mal nachschauen später. Vielleicht ist das was mit meinem Magic Launcher also zu tun, den ich verwende. Das wird übrigens empfohlen auf der Optifine-Seite.
Weiß nur nicht, ob der funktioniert, Google 125, oder ob der vielleicht ein schlechtes Ding, keine Ahnung. Werde ich später mal googeln, was da los ist, und vielleicht mal Optifine manuell installieren. Vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Naja, ist egal. Ich glaube, wie die Wolke rausschauen. Ja. Komisch. Ja, was ich jetzt mache, ich baue Sand ab. Und das Ganze ohne Schaufel, wie ihr seht. Ich bin der größte Horst überhaupt. Ist egal, machen wir schnell den Working Bench. Ah, wieder das Achievement. Soll vorher nicht gespeichert sein. Und in diese Working Bench machen wir uns natürlich jetzt wieder ein, zwei. Ich habe nicht mal scheiß Cobblestone mit. Was bin ich eigentlich für ein Idiot? Na gut, machen wir uns halt Holzschaufeln. Und verschaufeln wir noch. Dann sollten wir eigentlich genug Sandstone haben, damit wir den Boden zumindest mal halbwegs machen können. Und dann kommt schon das erste kleine Dächlein drauf, würde ich sagen. Dann tue ich da vorne noch ein bisschen dunkles Holz beim Retourgehen. Weil ich den Zwischenstock vielleicht mit dunklem Holz abteile und vielleicht oben ähnlich wie beim letzten Mal eher dunkles Holz verwende. Beim letzten Mal haben wir damit Ziegel gemacht, das wieder was ganz anderes ist. Aber ja, das schauen wir uns mal an. Und dann. Ja, ist das für die Aufnahme auch schon, glaube ich. Nehme ich wahrscheinlich jetzt eine Stunde auf oder so. Wahrscheinlich länger. Und ja. Dann haben wir zumindest wieder mal ein halbwegs ein Haus. Dass wir dann noch ein bisschen Tieren und so bepflanzen können. So. Bepflanzen mit Tieren. Genau, Junge. Genau, du hast Ahnung vom Leben bei Pflanzen und Tieren. So, 46, das sollte eigentlich reichen für den Boden, oder? Ich will ja nur den Boden machen. Aus Erfahrung weiß man, dass bei sowas ein Spawner drunter ist. Und zwar genau da. Seht ihr? Und das könnten wir vielleicht später mal nutzen für eine Mob-Farm oder so. Aber was wir jetzt machen, weil wir es wissen, und sowas muss immer eine Kiste sein. Die Frage ist halt wo. Die Frage ist halt wo. Manuell installieren. Das kann ein bisschen dauern und dann probieren wir es nochmal. Also bis gleich. So, etwa 3 Sekunden später, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe einfach nur das Ganze mal selbst installiert, also ohne, ihr wisst, was ich meine. Hm?